Willkommen zu diesem Video. Gleich zu Beginn möchte ich eine Frage stellen. Womit wurde dieses Video gedreht? Nein, ich habe keine Kamera verwendet, sondern alles, was in den nächsten Minuten gezeigt wird, wurde mit einem Smartphone gedreht. Und genau das sollen heute auch Sie lernen, wie man Videos am Smartphone professionell dreht und schneidet. Um auf dem Smartphone Videos erfolgreich und effizient erstellen zu können, müssen vorerst ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Wichtig ist vor allem, dass man noch vor dem Drehen der Videos den Flugmodus aktiviert, um nicht gestört zu werden. Des Weiteren sollte man immer eine Powerbank dabei haben, damit man auch immer genug Akku hat. Last but not least sollte vor jedem Dreh der Speicherplatz des Handys überprüft werden und gegebenenfalls Speicherplatz freigemacht werden. Wir werden uns nun mit den Grundlagen der Videoproduktion am Handy beschäftigen. Zuallererst muss dazu gesagt werden, dass wenn man den kommenden Anweisungen folgt, kann man mit jedem Handy ein gutes Video produzieren. Dazu wird nicht das neueste und beste Equipment benötigt. Starten wir mit der Belichtung und dem Fokus. Bei Ihren Kameraeinstellungen sind Ihnen bestimmt schon die Bezeichnungen AE und AF aufgefallen. Bei einer automatischen Aufnahme übernimmt die Kamera die Steuerung des Fokus. Sie probiert immer, den idealen Fokus auf ein Objekt zu legen. Möchte man jedoch, dass auf einem bestimmten Objekt der Fokus bleibt, kann man mit einem langen Druck auf dieses Objekt am Display die Auto-Exposure und die Auto-Focus-Sperre aktivieren. Dann bleibt über diese Aufnahme hinweg der Fokus auf diesem Objekt und die Belichtungseinstellung bestehen. Viele neue Smartphones haben statt nur einer Kamera gleich mehrere. Mehr Kameras bedeutet auch bessere Qualität, vor allem beim Zoom, weil mehrere Einzelbilder aufgenommen werden können. Beim digitalen Zoom im Gegensatz wird nur ein Schnitt vergrößert, wodurch sich die Qualität verschlechtert. Bei der Auflösung kann man zwischen 4K oder HD unterscheiden. Dabei sollte man allerdings berücksichtigen, dass 4K doppelt so viel Speicherplatz braucht wie HD. Die Framerate bestimmt, wie viele Bilder pro Sekunde aufgenommen werden. Deshalb werden sie auch in FPS, was auf Englisch Frames per Second heißt, angegeben. 30 FPS sind meist der Standard und ausreichend für die meisten Videos. Nimmt man mehr FPS auf, braucht man dafür ebenfalls wieder mehr Speicherplatz. Will man etwas in Slow Motion wiedergeben, sollte man je nach gewünschten Effekt zumindest die doppelte Anzahl an Bildern, also 60 FPS, aufnehmen. Wichtig zu beachten ist bei der Framerate, dass die gleiche Framerate bei den Videos verwendet wird, die zusammengeschnitten werden sollen. Um ein Bild gerade aufzunehmen, kann man den Hilfslinienraster einschalten und sich daran orientieren. Dieser ist allerdings nicht bei allen Smartphones verfügbar. Wenn man dieses Hilfsmittel nicht als Funktion zur Verfügung hat, kann man sich ein Objekt oder andere Referenzen im Bild suchen, um dieses richtig einzurichten. Wenn Sie ein Stativ zur Verfügung haben, verwenden Sie dieses auch, vor allem bei statischen Shots. Für bewegte Aufnahmen ist ein Gimbal, also ein Schwebestativ, sehr zu empfehlen. Falls Sie nichts davon besitzen, gibt es ein paar einfache Tricks, um Ihre Aufnahme professioneller zu gestalten. Zum einen sollten Sie Ihr Smartphone mit beiden Händen festhalten, wenn Sie filmen. Dies sorgt für mehr Stabilität und Sie verringern dadurch unerwünschte Wackler. Für noch mehr Stabilität geben Sie Ihren Ellbogen an den Körper oder suchen Sie eine stabile Oberfläche, an der Sie Ihren Ellbogen abstützen können. Bei der Videoproduktion ist natürlich nicht nur das Bild wichtig, sondern auch der Ton. Dabei sollten Sie vor allem darauf achten, Umgebungsgeräusche wie Verkehrslärm oder Menschenmassen zu vermeiden. Je nachdem, wofür Sie Ihr Video produzieren, sollten Sie sich für ein Videoformat entscheiden. Das Videoformat gibt an, wie hoch und wie breit das Video ist. Haben Sie zum Beispiel vor, Ihr Video auf YouTube oder Facebook zu publizieren, dann sollten Sie das Format 16:9 verwenden. Wenn Sie Ihr Video für Instagram drehen, sollten Sie sich für 4:5 oder 9:16 entscheiden. Egal welches Format Sie wählen, Sie sollten dann bei einem bleiben. Eine Ausnahme wären zum Beispiel stilistische Gründe. Nun möchten wir Ihnen die Crème de la Crème natürlich nicht vorenthalten. Deshalb hier die verschiedensten Schnitttechniken, mit denen Sie ganz unterschiedliche Effekte erzielen können.
Der J-Cut ist eine Schnitttechnik, bei der der Ton eines kommenden Clips bereits vor dem eigentlichen Bildwechsel einsetzt. Dadurch entsteht ein fließender Übergang zwischen den Szenen. Wenn man dieses Hilfsmittel nicht als Funktion zur Verfügung hat, kann man sich ein Objekt oder andere Referenzen im Bild suchen, um dieses richtig einzurichten. Der L-Cut ist eine Schnitttechnik, bei der der Ton eines vorherigen Clips über den Bildwechsel hinausläuft. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen den Szenen und der Ton unterstützt die emotionale Wirkung. Nein, ich habe keine Kamera verwendet, sondern alles, was in den nächsten Minuten gezeigt wird, wurde mit einem Smartphone gedreht. Und genau das sollen heute auch Sie lernen. Die Montage in der Videoproduktion bezieht sich auf den Prozess des Zusammenfügens von verschiedenen Clips oder Szenen, um eine zusammenhängende und kohärente Geschichte zu erzählen. Der Cross-Cut, auch bekannt als Parallelmontage, ist eine Videobearbeitungstechnik, bei der zwei oder mehrere Handlungsstränge gleichzeitig gezeigt werden. Durch das Wechseln zwischen den Szenen entsteht Spannung und ein Gefühl der Verbindung zwischen den verschiedenen Handlungen. Womit wurde dieses Video gedreht? Nein, ich habe keine Kamera verwendet. Ein Blendenschnitt ist eine Videobearbeitungstechnik, bei der eine Szene langsam ausgeblendet wird. Ebenfalls kann gleichzeitig eine neue Szene langsam eingeblendet werden. Dadurch entsteht ein weicher Übergang zwischen den beiden Szenen. Ein Fade-Out eignet sich auch perfekt dazu, ein Video zu beenden. Genauso wie das hier.